Ich stehe hier vor diesem wunderschönen Konami-Logo aus gutem Grund, denn ich habe mir Metal Gear Solid 5 angeguckt und möchte euch ein bisschen was darüber erzählen. Allerdings halten sich meine neuen Eindrücke leider hier so ein bisschen in Grenzen. Ich habe es zwar selber spielen können, aber prinzipiell, wenn man Ground Zeroes gespielt hat, dann weiß man ja sowieso schon, was einem mit Phantom Pain erwartet. Und dass die Map jetzt 200 Mal größer sein soll und all diese Dinge, die konnte ich natürlich in der Kurze der Zeit auch gar nicht irgendwie erfassen. Ich bin dann nur noch ein bisschen mit dem Pferd rumgeritten, habe mal ein bisschen geschossen. Die Steuerung geht gut von der Hand, wenn man halt Metal Gear Solid-Steuerung jetzt gewöhnt ist. Und wenn man Ground Zeroes gespielt hat, ist halt dieselbe Steuerung. Und es sieht gut aus. Ich bin mir sicher, dass die Story geil wird. Aber mehr kann ich euch im Grunde auch gar nicht sagen, aber das war mir fast schon vorher klar, denn tatsächlich ist Metal Gear Solid so ein Spiel, wo ich denke, ey, ich habe auch genug gesehen, ich will gar nichts mehr sehen, ich will einfach endlich dieses Spiel haben und es kommt ja zum Glück am 1. September raus, ich freue mich sehr drauf und ich bin mir sicher, dass wir dann eben sehr bald hoffentlich sowieso das Testmuster bekommen und euch dann relativ zeitnah auch was geben können. Man hat mir versichert, das Testmuster kommt auf jeden Fall rechtzeitig und ich hoffe, rechtzeitig heißt nicht zum Release. Also ich bin mal gespannt, denn dieses Umfangsmonster mit wahrscheinlich Zwischensequenzen, die 5 Stunden dauern, will ja auch erstmal durchgespielt werden. Aber ja, ich kann euch ehrlich gesagt gerade nicht so viel Neues erzählen, aber wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie mal gerne in die Kommentare. Ich werde dann versuchen, die zu beantworten. Wird während der Messe vielleicht ein bisschen schwer sein, aber ich verspreche euch, dass ich so bald wie möglich mal reinschaue, um dann wenigstens eure Fragen beantworten zu können. Also schreibt mir ruhig eure Fragen in die Kommentare, dann werde ich versuchen, all diese Fragen zu beantworten. Ja, ein sehr inhaltsreiches Video. Sehr viel inhaltsreiche Videos findet ihr hier. Da sage ich euch bestimmt sehr viel interessanteres Zeugs als hier, hoffe ich. Yeah.